Die heimische Society Freier Wildbahn. Bei der Wolf Experience im schönen Niederösterreich zeigten sich unsere sonst so, ja, teilweise doch recht abgehobenen Stars von ihrer besonders bodenständigen Seite. Wobei nicht jeder mit den freundlichen Vierbeinern gleich von Beginn an richtig warm wurde. Ich glaube, es gibt sowas wie eine Urangst im Menschen. Also ich glaube wirklich an solche Sachen. Ich bin auch sehr vorsichtig bei großen Hunden und habe aber nie irgendwie schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht. Also ich glaube schon, dass das so ein bisschen diese Urangst mitspielt. Es ist egal, ob der Hund die Hand abbeißt oder der Wolf abbeißt, das ist schon wurscht. Schon bei der Einschulung zum gemeinsamen Wolfsausflug fragende und verstörte Gesichter bei unseren Promis. Kein Wunder, die Spezies Stars und Sternchen ist ja normalerweise in einem ganz anderen Habitat zu Hause. Böse Zungen behaupten sogar, die freie Natur könne die meisten nur vom Hören sagen. Ja, und ich habe ein bisschen Angst. Der natürliche Lebensraum unserer VIPs ist ja eher das glatte Parkett der High Society. Trotzdem, mit vorsichtigen Schritten wagt man sich hinaus ins Wolfsgehege. Und Heureka! Sie beißen nicht. Servus, Chito. Ja, servus. Naja, sagen wir, sie beißen fast nicht. Hamagon, hör doch mal auf, du Arsch. Wölfe sind niemals ungefährlich, genauso wie kein Lebewesen als definitiv grundsätzlich ungefährlich eingestuft werden kann. Er hat nicht die Trainerin angeknappert, er hat den Futtersack angeknappert, der an der Trainerin hing. Das macht einen Unterschied, er wollte einfach ans Futter kommen und da sind die Wölfe durchaus sehr kreativ. So gesehen hat unsere Missy May mit ihrer Urangst ja gar nicht so Unrecht. Und wie ging's ihr dann wirklich beim bösen Wolf? Immer nur die Faust. Also, du hast gar nicht gefragt. Nö. Ich war schon froh, dass er mich nicht gefressen hat. In Wahrheit ist der Wolf natürlich alles andere als böse. Was hat unsere Promis am meisten beeindruckt? Also die Augen, sehr intensive Augen. Ja, ich wie ein Hund. Ja, das ist ein flaschiger, großer Hund. Na und wie wild war es jetzt wirklich? Die sind ja auch nicht mehr so wild, ja? Die sind ja schon so präpariert, dass sie wissen, dass Menschen kommen, ja? Richtig. Jeanette Biedermann in Wien. Wir haben